Zukunftsdialog der Kanzlerin. Ein Überblick. Sind rechte Forderungen mehrheitsfähig? Berlin. Seit dem Frühjahr läuft jetzt schon der Dialog über Deutschland der Bundeskanzlerin. Auf einer eigens eingerichteten Internetplattform dialogüberdeutschland.de kann jedermann Vorschläge einreichen, über die dann die Netzgemeinschaft abstimmen kann. In Zeiten, in denen Politiker bei uns Deutschen so unbeliebt sind wie nie zuvor, erhofft sich Kanzlerin Merkel davon Handlungsvorschläge für die Bundespolitik aus dem gemeinen Volk. Die Vorschläge unterteilen sich in die drei Kategorien: Wie wollen wir zusammenleben, wovon wollen wir leben und wie wollen wir lernen? Der bisherige Abstimmungsstand ergibt bereits ein interessantes Bild. Beim Zukunftsdialog scheinen rechte Forderungen in besonderem Maße zu dominieren. Linke nutzen den Dialog lediglich für ihre altbekannte Forderung nach einer Drogenlegalisierung. Auch die Piraten, die im Internet sonst sehr aktiv waren, beteiligen sich kaum an dieser Form der Bürgerbeteiligung. So beschränken sich deren Aktivitäten scheinbar nur auf das Thema ACTA. Von rechter Seite wird der Zukunftsdialog hingegen sehr aktiv genutzt. Gleich mehrere rechte Themen schafften es bereits in die vordersten Plätze. Dort finden sich etwa die Forderung, die eigene deutsche Identität stärken. Nur wer sich selbst schätzt, kann andere angemessen würdigen. Die auf der Überwindung der deutschen Selbstverleugnung zugunsten von Patriotismus und einem gesunden Nationalbewusstsein abzielt. Passend zu den aktuellen Ereignissen rund um den Rücktritt von Christian Wulff und die Wahl eines neuen Bundespräsidenten steht der Vorschlag Direktwahl des Bundespräsidenten. Während die Medien ausführlich über das Amt des Staatsoberhaupts berichten, hat der deutsche Wähler hier einmal mehr keinerlei Mitsprache oder gar Mitbestimmungsrecht. Die Abstimmung über den Bundespräsidenten obliegt der Bundesversammlung, die sich im Großen und Ganzen aus Politikern von Bundestag und Landtagen zusammensetzt. Nach Berechnungen des Portals wahlrecht.de kommt die aktuelle Bundesversammlung auf 1240 Mitglieder, von denen lediglich 16 nicht den 5 etablierten Parteien angehören, sondern den Freien Wählern NPD, Piratenpartei und SSW. Ein anderer Vorschlag befasst sich mit einem Verbot scharia-konformer Halal-Schlachtung sowie der Handel mit Halal-Produkten. Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt verbreiten sich sogenannte Halal-Produkte längst nicht über orientalischen Dönerbuden, sondern auch in immer mehr normalen Supermärkten, oft mit unzureichender Kennzeichnung. Vielen Kunden ist dabei nicht bekannt, dass es sich bei der Halal-Schlachtung um eine islamisch-rituelle Tierquälerei handelt. Zudem bietet Halal-Fleisch Gesundheitsrisiken, wie der französische Veterinärmediziner Alain de Peretti kürzlich darlegte. So kann während des bis zu vierstündigen Todeskampfes des unbetäubten Tieres der an Keimen reiche Mageninhalt in die Lunge gelangen und von dort aus in den gesamten Kreislauf. Grund hierfür ist das Durchtrennen der anatomisch angrenzenden Luftröhre und Speiseröhre beim islamischen Schächten, eine Praxis, die eigentlich von der EU-Richtlinie für Schlachthygiene verboten wird. Denn beim Ausbluten dürfen Luftröhre und Speiseröhre nicht verletzt werden. Unter der Überschrift Sinn und Unsinn der praktizierten Form der Zuwanderung wird eine Diskussion über die bundesdeutsche Einwanderungspolitik gefordert. Der Ersteller schlägt unter anderem Zuwanderung nur nach Bedarf von Fachkräften und nur mit festem Arbeitsvertrag sowie Sicherstellung der Lebenshaltung bei Arbeitslosigkeit vor. Außerdem soll es für die ersten 10 Jahre keinerlei Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe geben. Offensichtlich wird damit auf den massiven Missbrauch des deutschen Sozialsystems durch Ausländer zu Lasten des deutschen Bürgers angespielt. Schließlich ist die Einwanderungspolitik der etablierten Parteien nach wie vor eine einzige Verlustrechnung. Gut 1 Billion Euro hat die Multikulti-Politik den deutschen Steuerzahler allein 2007 gekostet, wie der Bremer Sozialwissenschaftler Gunnar Heinsohn errechnete. Ganz zu schweigen von der enormen Ausländerkriminalität, die mit der propagandierten kulturellen Bereicherung einhergeht. Folgerichtig schlägt er für ausländische Kriminelle die Abschiebung vor. Derzeit auf Platz 1 steht unter offene Diskussion über den Islam die Forderung nach einer öffentlichen argumentativen Auseinandersetzung über den Islam,
statt der bislang vorherrschenden Diffamierung, Pathologisierung und Kriminalisierung islamkritischer Ansichten. Weitere Vorschläge auf vorderen Plätzen richteten sich gegen das ACTA-Abkommen, fordern eine Abschaffung der GEZ-Zwangsgebühren oder wünschen sich eine von Fakten und Tatsachen gesteuerte Diskussion über das völlig überzogene deutsche Waffen- und Sprengstoffrecht. Außerdem gibt es noch die beiden anderen Kategorien: Wovon wollen wir leben und Wie wollen wir lernen? Für die sich jedoch insgesamt wenig Bürger zu interessieren scheinen. Auf den ersten Plätzen finden sich dort vor allem Vorschläge für und gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sowie diverse Anregungen zur Verbesserung des Bildungssystems. Wer sich an Bürgerdialog beteiligen möchte, braucht sich glücklicherweise nicht für einen einzigen Vorschlag zu entscheiden, da beliebig viele Vorschläge unterstützt werden können. Die Abstimmung gestaltet sich recht einfach. Lediglich ein Sicherheitscode muss eingegeben werden, eine Registrierung ist nicht notwendig und dauert noch bis zum 15. April. Die Ersteller der insgesamt 10 bestbewerteten Vorschläge werden dann ins Kanzleramt geladen, um mit Angela Merkel über ihr Thema zu sprechen. Parallel dazu wählt auch eine Expertenkommission 10 Vorschläge aus. Wie viel davon auch wirklich umgesetzt wird, bleibt jedoch abzuwarten, zumal die meisten Vorschläge der herrschenden Politik diametral entgegenstehen. Eines lässt sich aber schon feststellen: Geht es nach den Abstimmungsergebnissen, so sind rechte Forderungen durchaus mehrheitsfähig.